Also nach da ganz hinten hin. Drehen wir nochmal in dem Teil. Aha. Nochmal drehen kann ich dummerweise nicht. Ja, nu. Wie komme ich jetzt da hin? Fliegen ist, denke ich mal, nicht drin. Dafür bin ich zu weit. Moment. Nein! Oh, ich bin doch gesprungen. Ey, manchmal kotzt mich das an, dass die Sprungtaste nicht so ganz will, wie ich will. Okay. So, Nummer 1. Puh, man muss wirklich das Fliegen machen, sonst klappt es überhaupt nicht. Versuch Nummer 2. Genau, das sieht mir doch schon mal eher nach irgendeinem Schatz aus, den ich einfach bekomme. Dankeschön. Hätte natürlich einfach so werfen können. Geiler Scheiß. Was haben wir denn jetzt bitte gemacht? Ah, wir haben uns den Rückweg ergattert. Sehr, sehr faszinierend. Falls wir denn irgendwann mal wieder zurück wollen. Ja. Ja, na gut, das wollen wir jetzt aber eigentlich nicht. Wir wollen ja weitergehen. Diese kleinen Miniräume da werden wir noch später früh genug machen. Ja, komm los, schneller. Noch schneller. Danke, danke, danke. Noch schneller. So viel gibt es keinen Fallschaden. Der Typ ist fallimmun. Das ist echt krass. Er kann so tief fallen, wie er will. Es ist einfach unmöglich, den Typen hier zu killen. Dünn, 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 dünn. Ja, klar. Man könnte natürlich eigentlich auch über das Ding hier zurückklettern. Aber auf die Idee kommt ja dummerweise irgendwie niemand. Oder? Ist es möglich? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Einfach mal schauen. So, die Teile sind ja wieder resettet worden. Oh Gott, nein. Oh, komm schon. Wie soll ich denn hier bitte zurückkommen? Jetzt muss ich das wieder zurückdrehen. Oh, nervt das. So, dann halt den ganzen Weg wieder zurück, was so schön war. Oh, ne, hoppala. So. Boah, geil. So, und dann das noch. Wieso drücke ich da einfach nur mittlere Maustaste? Na gut, man will es ja sich so schwer wie möglich machen. Und schwach oder starker Arm. Da kann man richtig. Und starker Arm wahrscheinlich. Ne, immer noch. Oh, 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 oh. Ah, da hat noch nicht mal die Kante richtig getroffen hier. Getroffen. Gibt's hier hinten? Ne, gibt's nicht zwei. Das sieht einfach nur dekomäßig schön aus. So, wir haben jetzt die erste kleine Schwertsache von da hinten. Gut. Da könnten wir dann als nächstes dahin gehen. Hui. Es sei denn, wir sind von da gekommen. Das wäre jetzt echt peinlich gerade. Ich habe den Ort von. Nee, wir sind noch nicht von hier gekommen. Oh, neues Artefakt. Dankeschön. Und sehr viele Drehdinger. Ja. Na, das war's dann erstmal. Oh mein Gott, ey. Aktivieren. Bitte lass es nicht auf Zeit sein. Aha, okay.
das hier müssen wir also erstmal aktivieren. Bis dahin schauen wir uns mal hier oben weiter um. Hier kommen wir nicht hin. Das Ding lässt sich auch nicht... Ah, genau. Wenn wir schon mal die Gelegenheit haben. Und noch ein Soldatenteil. Mhm. Gibt es hier denn eine normale Art und Weise, nach oben zu kommen? Ich hoffe doch schon. Wenn nicht, hätten wir ein kleines Problemchen hier. Zu viel Lava. Viel zu viel. Moment mal. Ah ne, Moment. Ah, Mist, hier gibt es kein Ziel, was ich anvisieren kann. Von daher klappt das nicht. Oh, schön, man kommt wieder nach oben. Wow. Und nach oben bitte. Dankeschön. Oh. Ja, das ist natürlich auch genial. Gibt es hier irgendwo noch eine Fackel oder so? Kann ich das... Inaktive Bombengewächse. Okay. So, dann werden wir die mal... Oh mein Gott. So, und da werden wir jetzt... Oh, so, werden wir das machen. Endlich sind die mal richtig schön zu aktivieren. So sehe ich das doch gerne. Okay. Wo ist jetzt bitte die andere inaktive Sache da gewesen, die ich zur Explosion bringen könnte? War hier? Nee. Ich weiß zum Beispiel nicht, wo das sein könnte. Kann ich die eigentlich gleich zum Klettern benutzen? Nee, Klettern funktioniert nicht. Einfach nehmen. Oh. Es gibt sogar so viele, wie man mitnehmen kann. Das ist mal sehr schön. So, komm los, weiter nach oben. Oh. Man hätte natürlich auch standardmäßig hier... Gut. Boah. Dreht sich ziemlich sehr. Jetzt. Funktioniert das Ganze nämlich? Oh. Die Idee dahinter Ach so. Das dreht sich also jetzt permanent. Das ist toll. Dann gehen wir doch gleich mal auf die drehende Plattform. Ich hoffe, das bleibt jetzt permanent so am Drehen. Wir drehen uns auch ganz sachte mit. Aber bloß die Figur. Und das ist toll, so. Ah, oh, oh, okay. Gut, der hat sich erledigt. Mhm. Ja, wie kriege ich denn das Ding? Aha. Sehr interessant. So, wir werden jetzt mal das hier daran werfen. Jetzt machen wir mal einen kleinen Trick, mal gucken, ob es funktioniert. Nee. Klappt nicht. Ich muss irgendwie diese Bombe da hier abbekommen. Aber wie geht denn das? Nehmen wir die inaktive und werfen die mal hier hin. Nichts passiert. Ah. Okay. Wir probieren mal was aus. So, das dürfte eigentlich nah genug dran sein. Ich frage mich, wie viele Bomben von den Dingern hier unterstützt werden. Oh, das wird so lustig. Ich hoffe, das klappt. Okay, eventuell noch eins für einen Miniweg. Ich hoffe, das dürfte dann funktionieren. Oh. Das ist jetzt blöd. Na gut, wir testen es jetzt einfach mal. Oh. Ey, ich bin sowas von gut, bin ich. Das gibt es einfach nicht. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt der richtige
das die richtige Methode war. Weil eigentlich müsste das ja so gemacht werden. Eine andere Methode wird mir jetzt nicht einfallen. Oh. Okay. Dämliche Mistviecher. Okay, wir verstecken uns mal hier drin, weil die schießen mit irgendwelchen Feuerbällen. Das ist doch gemein. Aha. Okay, andere. Ja, das dürfte sich jetzt mittlerweile erledigt haben. Nehmen wir die inaktiven Bomben und gehen nach da hinten. Ich hoffe mal ein bisschen schnell genug. Hoppala. Ja, wir sind schnell genug. So, wir gehen mal nach ganz hier hinten. Oh, das war jetzt nicht wirklich gewollt. Nein! Pfui! Dämliche Teile, du. Dämlich! Ich will doch einfach nur, dass die mich in Ruhe lassen. Oh Gott, und das ist nicht aus, dass sie hier runterfallen. Ja komm, lasst mich doch in Ruhe, ihr dämlichen Mistdinger. Ich will einfach nur dieses Teil hier erstmal öffnen. Könnt ihr mir denn das jetzt nicht mal kurz erlauben? Na komm los. Flieg zu mir. Tu, was du nicht lassen kannst. Au! Ich konnte gerade nicht die Tiefe einschätzen. Ich wusste nicht, wie weit das Ding fliegt. Okay. So, gut. Dann halt nochmal so. Weil es so schön war. Au! Ich glaube, es hackt. Gehst du bitte dauernd? Danke. Oh, beinahe gestorben. Ja, und dadurch, dass die ganze Sache jetzt... Oh, nee, falsche Taste. So. Nee, ich komme nicht nah genug ran. Peinlich. Nee, immer noch nicht. Muss ich halt wieder zu dieser Ebene. Okay, ja, wir gehen mal hier. Nicht, dass uns das Explosion jetzt nochmal umbringt. Wo ist das Teil? Oh, das war jetzt nicht so gewollt. Gut. Wieder mal ein kleiner geheimer Gang erkundet. Den man natürlich genauso machen muss, weil anders ist nicht möglich. So, hier kommt dann wahrscheinlich wieder so eine schwertlich tragende, was auch immer. Och, bitte nicht. Ich hasse diese Viecher. Dämliche Mistding. Echt. Das Problem ist ja, dass die einfach so sterben wollen. Die können mich nicht einfach mal in Ruhe lassen. So, komm. Verreck doch bitte einfach. Dankeschön. Oh. Nummer 1. Oh, Nummer 2. Ist jetzt nicht ganz korrekt gewesen, aber na gut. Sesam? Wieso habe ich denn das jetzt gerade nicht öffnen können? Ah, Moment. Ich glaube, ich weiß wieso. Jetzt. Ja. Da brauchen wir eine gute Kombination. Das ist ja mal geil gemacht, ey. Ein echt sehr, sehr cooler Tor-Apparatismus. Oh Gott, das war so schlecht. Hier ist, glaube ich, bloß Vermögen drin. Hier auch, ja. Ja, ja, ja. Die gute, die kommt hier nicht mehr weg. Hui. Oh. Jetzt habe ich sie endlich hier oben erwischt. Na gut, jetzt ist sie mehr oder weniger tot. Also mehr, weniger als mehr, aber na gut. Gibt es denn hier an den Seiten noch irgendwas, was ich hätte nicht erkundet? Nee, eigentlich habe ich alles. Gehen wir weiter. Von der Seite haben wir es. Gut. Was hat sich denn jetzt geöffnet? Ja stimmt, wir sind ja von einer Seite gekommen. Und wir müssen jetzt in Raum Nummer wo auch immer. Oh, jetzt
habe ich mich total verlaufen hier drin, ist ja blöd. Ich denke mal, wir müssen jetzt geradeaus. Ja, dahin, in diesen Raum. Oder? Nehme ich jetzt stark an. Ja, müssen wir. Gut, bevor wir... Ne, doch mal, das machen wir noch. Nee! Och, pfui, ich will jetzt diese dämliche Kiste wieder haben. Dämliche kleine Mistratte. Kann ich denn eigentlich noch was Drittes auf diesen... auf meine Kreiselwaffe machen? Ich komme jetzt weiß echt nicht der Name von dem Ding in den Kopf. Blöderweise lässt sich das auch nicht als Hauptwaffe oder so einstellen. Das wäre geil. Er kämpfte dann mit dem Schwertklinge. Aha. Kreuzklinge, Schwertkreuzklinge. So heißt das. So, ich will jetzt hier die Kisten wieder. Dankeschön. Fühlt man sich immer ein klein wenig verarscht. Noch ein Zornkern. Bald haben wir nicht zwei, nein, drei Zornbalken. Ja, endlich ein Verschluss. Ja, das... Wo werden wir denn da hin müssen mit... Irgendeine rote Tür, die wir vorher nicht hatten. War ich denn hier schon... Zwei von drei. Nee. Obwohl. Wenn ich jetzt hier geradeaus durchgehe, komme ich... Nee, da komme ich wieder hier hin. Hier will ich ja nicht hin. Hier war ich schon. Genauso wie in diesem Raum und in diesem Raum. Jetzt muss ich eigentlich nur noch zurück. Aber wieso habe ich kein drittes Schwert gefunden? Naja. Muss ja auch nicht zwingend sein. Ich will einfach nur zurück. Oh. Das gibt's ja auch noch. Hui. Schnell zum Ausgang. Ah, eine Teleportfähigkeit wäre gar nicht so verkehrt. Ah, genau. Ja, jetzt kommt wieder her. Danke. Da blockt er mich. Ich glaube, es hackt. You don't just simply block the wall. Nicht so einfach zumindest. Nee. Oh. Jetzt muss ich wegen dir hier runterspringen. Dankeschön. Oh, wir haben bald wieder 5000 zusammen. Scheiße, Mann. Wo sind wir hier überhaupt? Geradeaus, da lang. Aha, okay. Da werden wir uns anscheinend rechts halten, bevor es weitergeht. Gut, wir werden dann also hier mal eine kleine Pause machen und dann geht's hier weiter. Also dann, bis dann und ciao, ciao.